Dass kompakte Maschinen oft ihren großen Brüdern überlegen sind, hat schon der Siegeszug der Minibagger in den 80er Jahren bewiesen. Entsprechend sieht auch das Unternehmen Unique für ihre Minikrane beste Zukunftsaussichten. Warum Minikran? Relativ einfach dargestellt. Man betrachte den traurigen Mobilkran. Er wird so gern durch die Gebäudetür fahren, aber er kommt halt nicht rein. Situation hier ganz klar, es geht um den Zugang. Wie komme ich in ein Gebäude rein? Der Mobilkran, hier dargestellt, könnte auch ein trauriger Telestapler sein. Konnte ich halt nur nicht malen. Also habe ich mich darauf konzentriert, du machst jetzt einen Mobilkran dahin, ein bisschen weibliche Züge, ich nenne sie die 40-Tonnerin. Und die 40-Tonnerin ist halt in der Situation immer die beste Lösung, wenn Platz vorhanden ist. Ist Platz vorhanden, ist jedes herkömmliche Hebemittel immer die bessere Lösung. Im nächsten Fall steht die 40-Tonnerin vor dem Hochhaus. Oben der Minikran, Fassadenbau. Wir sprechen ja vielleicht von 600, 700 Kilogramm Traglast. Ja, ich kann mit einem Minikran über 100 Meter Tiefe arbeiten. Der Mobilkran müsste jetzt hier schon 4 Achsen mehr haben, um oben diese Position zu erreichen. Oder viele aus dem Bereich Turmdreher sagen, Mensch, da müsste normalerweise ein Baukran stehen. Ja, natürlich. Aber es ist eventuell so, dass die Fassadenbauer sagen, ich habe eventuell mit mehreren Gewerken einen Kran, den ich mir teilen muss. Und hier ist es so, dass die Fassadenbauer hingehen, setzen sich einmalig den Kran aufs Gebäude oder in die Zwischenebenen und arbeiten dann in die Tiefe. Im nächsten Step, schön dargestellt, hier geht es darum, zwischen zwei Gebäuden entlang zu fahren. Hinterlandbebauung, an Gebäuden vorbei, durch eine Toreinfahrt hindurch. Ganz klassisch, hier passt du aber nicht durch. Ja, ist natürlich schwierig und die Situation aus dem Alltag kennt man dann vielleicht auch. Soll das etwa heißen, ich bin zu dick? Ja, im Endeffekt schon. Man kommt als Mobilkran meistens nicht durch eine Türeinfahrt. Toreinfahrt, 2 Meter Breite maximal. Ich habe Situationen, die ich mit meinem Minikran realisieren kann, die wie gesagt mit herkömmlicher Technik überdimensioniert stattfinden. Der Mobilkran müsste übers Gebäude ragen, hätte eventuell eine relativ große Ballastierung, relativ großes Gerät. Der Minikran, der vielleicht nur 1 Tonne heben muss, kommt halt hinters Gebäude. Der nächste Step. Mobilkran, die 40-Tonnerin, steht vor einer Straße, Bäume, Situation, Innenverglasung, von außen stehend. Das heißt, ich muss meine Scheibe ins Gebäude rein teleskopieren, dann reinfassen und in mein Rahmenwerk von innen setzen und dann verleisten. Wenn der Mobilkran dort steht oder selbst an der Straßenkante, sind die Bäume im Weg und er kann von dort aus nicht rein teleskopieren. Und der Baukran sagt natürlich auch, was soll ich denn sagen? Er kann sowieso nicht ins Gebäude rein teleskopieren. Logisch, weil die Schwerkraft ist nun mal so, jeder Haken hängt nun mal gerade nach unten und über Eck gibt es nun mal keinen Haken. Die Situation dargestellt, ist ein ganz großes Thema, Glasbau, Innenverglasung. Das nächste Schaubild, was ich gezeichnet habe, bei Lebensmittel Schmitz, ja, die 40-Tonnerin ist reingekommen, verrußt alles. Wir sind jetzt hier in der Situation, ich kann mit meinem Minikran auf Elektro arbeiten. Dort, wo herkömmliche Hebetechniken reinpassen und Rußpartikelfilter nicht zählen, habe ich die Möglichkeit, mit Strom zu arbeiten. Wunderbar. Meine rheinische Herkunft hat mich zum letzten dieser Schaubilder hinreißen lassen, das Dach bleibt drauf. Ja, vollkommen klar, sollte man sich mal erlauben, um halt im Orgelbau oder wenn irgendwelche Sanierungsarbeiten im Gebäude stattfinden. Beispiel, Dach kann ich nicht immer wegnehmen. Und der Mobilkran ist zu groß, um ins Gebäude reinzufahren. Oftmals unterkellerte Geschosse. Ich bin gleichzeitig auch im Museum, oftmals mit sensiblen Bodenbelägen. Auch dort kann ich nicht mit jeder Technik reinfahren. Es soll einfach nur zeigen, warum brauche ich einen Minikran? Was ist ein Minikran? Ein Minikran ist ein raupenbetriebenes, kompaktes Kransystem. Man unterscheidet bei allen Herstellern immer zwischen kleinen Systemen und großen. Klein heißt, ich kann auch durch eine Standardtür fahren. Sie erinnern sich vorhin an das Bild, du kommst hier nicht rein. Wir haben jetzt bei solchen Geräten, die 63 cm breit sind beispielsweise, eine Tragkraft von 3,5 Tonnen. Wir kommen auf 12 Meter Hakenhöhe. Und sind halt vor, wir sagen halt im Wohnzimmer rein und hinten im Garten wieder raus, wir sind halt extrem kompakt. Bei den großen Systemen hat man bis 8 Tonnen Hubkraft
und ist meist im Bereich 8 Tonnen schwer. Ja, das ist so bei allen Herstellern in der Range. Wir haben bei den Minikranen alle Sicherheitsaspekte drin. Wir sind wie ein Mobilkran. Wir haben eine Lastmomentbegrenzung, wir haben entsprechende Überwachung, wir haben Funkfernsteuerung, all das, was man benötigt, um vernünftig arbeiten zu können. Warum Minikran? Es geht, wie eben kurz dargestellt, in meinen wunderbaren Zeichnungen, wie ich finde, ja, um den Objektzugang. Hier links beispielsweise ein Einsatzbild, ist ein Gerät 1,67er Breite und gefühlte Durchfahrtsbreite 1,67,5. Hier ist natürlich die Situation, ich muss in ein Gebäude hineinkommen. Mittlere Situation in einem Hotel, könnte auch ein Krankenhaus, Einkaufscenter sein. Ich fahre halt mit meinen Geräten ins Gebäude. Rechtssituation, Standardtür. Dann geht es auch noch um die Situation Zugang im Gebäude mittels Fahrstuhl. Sei es von außen im Bauaufzugsbereich oder halt im Gebäude. Ich kann halt Positionswechsel noch machen. Die Arbeiten unter Gebäuden, hier dargestellt im Lehrter Bahnhof von unserem Partner Zeilinger in Berlin. Ich kann natürlich in Bahnhofsbereiche einfahren. Wenn das Schienennetz noch nicht besteht, kann ich das so lösen. Oder ich fahre halt mit dem Waggon in die U-Bahn-Bereiche und arbeite dort. Wenn man sich die modernen U-Bahnhöfe anschaut, die sind ja auch nur verglast. Es ist ja nicht mehr den Charme der Kacheln, sondern ich baue neue Aufzüge rein, ich habe Sicherheitsglas, ich muss natürlich auch optischen Standards gerecht werden. Und der Bau heute findet halt in erster Linie halt mit Glas statt. Arbeiten auf Brücken, in Norddeutschland relativ viel auf Sielen eingesetzt, um halt noch Arbeiten durchzuführen, Sanierungsarbeiten. Ich bin halt leicht, ich stehe jetzt gerade hier mit einem Minikran auf einer Fußgängerbrücke und es ist halt schon wichtig, im Schnelldurchlauf Ihnen dargestellt zu haben, wo ich alles Minikrane benutze. Weil, wie gesagt, wir möchten Sie vom Produkt überzeugen oder von der Produktidee und nicht nur allgemein, dass wir die Tollsten sind. Vielen Dank. Bauforum 24 TV. Construction in Motion.